Das Folgende, was ich euch jetzt erzähle, oder beziehungsweise Stormy und ich euch erzählen, ist eine Mischung aus einer Art Real-Life-Story und Real-Talk. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, liebe Leute. Also, der ein oder andere von euch wird sich sicherlich schon gewundert haben, Mike, wieso hast du in den vergangenen 7 Tagen eigentlich überhaupt gar nichts hochgeladen? Du hast keinen Insta-Post gemacht, du hast dies nicht gemacht, du hast das nicht gemacht. Warum eigentlich? Hast du Schwierigkeiten? Sagen wir es mal so, jein. Privat lief bei mir alles soweit ganz okay, hier und da ein bisschen viel Arbeit, aber das interessiert euch ja garantiert nicht. Aber ich sage mal so, es gab da einen gewissen Vorfall und über den wollen Stormy und ich jetzt quatschen. Ich übernehme sozusagen so 70% des gesamten Videos, also beziehungsweise Livestreamen, was später ein Video wird, und Stormy wird dann den Endpart übernehmen. Ihr könnt mir gerne mal danach eure Meinung in die Kommentare oder auch hier in den Chat schreiben. Ich bin extrem gespannt, wie ihr über die ganze Sache denkt. So, dann würde ich sagen, dann fange ich mal an, meine Freunde. Also, die ganze Sache begann am 28. April 2020, als ich eine Instagram-Nachricht von einem Kanal erhielt, der sich nennt W-C-Notices. WC steht nicht für das, was ihr jetzt denkt, sondern für Webcapio. Das ist wohl, also laut Instagram, ist es wohl ein Internetunternehmen. Und die haben mir erstmal gefühlt so einen Satz als Instagram-Nachricht hingeklatscht und das Ganze dreimal. Da dachte ich mir nur so, okay, alles klar. Da lese ich mir das Ganze mal durch. Natürlich schön auf Englisch. Ich denke mir so, aha, lalala, wir schreiben in dem Namen der Formel 1, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Und derjenige hatte kein Profilbild drin. Da dachte ich erst, das wäre ein Troll. Spoiler-Alarm, die besagten Herrschaften haben immer noch kein Profilbild drin. Und dann sagten sie so, ja, sie müssen das und das entfernen, sie müssen dies und das entfernen, sie dürfen dies und das nicht verwenden, sowie Audio und audiovisuellen Inhalt, bla 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 bla. Sie haben 14 Tage Zeit, ansonsten machen wir sowohl ihren Twitter als auch Instagram als auch ihren YouTube-Kanal platt. Ich sag so, jo, alles klar, ist in Ordnung. Ich bin offensichtlich irgendwo in eine Falle getappt oder sowas ähnliches. Am 5. Mai, liebe Leute, melden sich die Herrschaften nochmal. Bitte erinnern Sie sich daran, was wir Ihnen letztes Mal gesagt haben. Wir machen das Ganze wirklich. Ich sag, ja, ich denke mir so, okay, alles klar. Was zum Geier ist hier eigentlich los? Fakt ist, liebe Leute, ich darf das Formel 1 Logo nicht verwenden. Nur im Thumbnail. Im Video dagegen darf ich es verwenden. Hallo Logik, bist du zu Hause? Offensichtlich nicht, die machen wahrscheinlich gerade Urlaub oder so. Also liebe Leute, die Bilder, die ich verwendet habe, die waren nicht das Problem. Für alle, die es nicht wissen, Stormy im Hintergrund. Er ist damals auf mich zugegangen und hat gesagt, hey Mike, ich habe übrigens ein kleines Netzwerk in Anführungszeichen oder beziehungsweise einen sogenannten Picture Pool von motorsporttv.de und ich würde dich gerne mit Bildern irgendwie versorgen. Wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid, mache ich dir klar. Also liebe Leute, wenn ich Stormy nicht hätte, wäre mein Kanal möglicherweise jetzt platt und ihr wüsstet gar nicht mehr, ob ich überhaupt noch existiere. Na jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, das Formel 1 Logo war einzig und allein das Problem. Und das gilt auch für Instagram. Da habe ich gesagt, was kann ich denn ändern? Ja, folgen Sie einfach den Richtlinien. So, also habe ich gesagt, ja, ich habe ja so ein Problem. Habe ich dann Stormy gefragt, wie sieht es denn aktuell aus? Ich meine, kannst du mir da helfen? Das Ganze war am 6. Mai. Und dann habe ich ihm das Ganze übergeben. Da nochmal herzlichen Dank dafür für all deine Hilfe, ansonsten wäre ich komplett am Arsch gewesen. Einen Monat später meldet sich Stormy und Zitat von ihm, die wollen, dass du folgende Videos veränderst, da das Formel 1 Logo im Thumbnail oder im Video ist. So einen Berg, liebe Leute, ihr könnt es nicht sehen. So einen Berg an Links von YouTube und Instagram-Posts und Twitter-Posts wollten sie, dass ich ändere / entferne. Und jetzt geht's immer noch weiter. Zusammengefasst heißt es, dass es kein Problem sei, das Logo zu verwenden, da es Teil des Lizenzpaketes von motorsporttv.de ist, hat Stormy geantwortet. Aber, so, und jetzt kommt der, Achtung, liebe Leute, jetzt kommt der Kracher. Ich war nicht der einzige YouTuber / Instagram / Twitter-Benutzer da draußen, dem irgendwie das gleiche Schicksal blühte. Nein, jetzt kommen die harten Namen, liebe Leute. Und zwar, sagt euch der Name Arava und Tiamat Madoc irgendwas? Offensichtlich ja, die waren angeblich auch betroffen. Schon echt krass. Also Fakt ist, ich musste das Logo von jedem einzelnen Video-Thumbnail entfernen, was da aufgezählt wurde. Und das binnen 14 Tagen. Ja, wollten die mich denn komplett verrückt machen oder was? Ist das eigentlich deren Ernst? Das sind über 300 Videos, die ich mal eben ändern musste. Ja, ich war natürlich und komplett außer Rand und Band und ja, da habe ich erstmal alle Videos auf privat gestellt. Und liebe Leute, jetzt kommt der Kracher Nummer 2. Weitere Kanäle waren nämlich betroffen. Nicht nur Arava, Tiamat Madoc. Nein, nein, nein. Tom97 war betroffen. TRL Limitless war betroffen. Und jetzt kommt's, ihr kennt ihn alle, Dave Gaming. Nein,
Ganz ehrlich, wir sind hier nicht am 1. April und es ist einfach unfassbar. Und ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war komplett erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe alle Videos auf privat gestellt und erstmal nur die wichtigen Sachen wirklich online gelassen, bei denen ich mir auch sicher war, dass das Formel 1 Logo nicht dort drin war. So, Zeit verging bis ungefähr zum 25. Juni, also roundabout, sagen wir mal, 3 Wochen, 4 Wochen später. Dann schickt mir Stormy eine Anleitung, Zitat, hier haben wir es, bis zum 30. Juni musst du alle Videos mit deinem Formel 1 Logo verändert / offline genommen haben. Ich dachte mir so, ey Alter, das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Ich denke mir so, gut, okay, folgst du dem Rat, was Stormy dir sagt, beziehungsweise was die Typen dann halt sagen. Ein Tag später meldet sich Stormy nochmal, ja übrigens Mike, du musst das F1 Logo auf deinem Kanalbanner, auch auf Twitter, auch noch entfernen. Das ist so groß! Das ist so groß, könnt ihr das sehen? So groß ist das Ding. Und das wollen ja, dass ich das entferne. Und bevor jetzt irgendeine sagt, ja Mike, aber das ist urheberrechtlich geschützt. Ja, alle Logos sind urheberrechtlich geschützt, dennoch benutze ich sie. Und die sind alle von Stormy. Die sind aber, wie gesagt, im Paket mit drin und sind dann, wie gesagt, abgesichert. Also, das ist kein Problem. Also, du bist da berechtigt für, wir haben da auch, wie gesagt, Dokumente für, dass das zeigen, dass du berechtigt dafür bist, die zu zeigen. Hm, ganz genau. So, und am letzten Dienstag, und dann kam mit Abstand das wohl Schlimmste, am letzten Dienstag hat es auch die Herrschaften von Massive Motorsport Sim Racing getroffen. Die haben nämlich fast genau die gleiche E-Mail erhalten wie ich. Und dann habe ich denen auch klar und deutlich gesagt, Leute, stellt eure Videos auf privat, die machen ziemlich ernst, ne? Und auch Novatec, schöne Grüße gehen raus, falls du das siehst, der hat seinen YouTube-Kanal nämlich auch verloren, weil er nämlich Content von F1TV nämlich gezeigt hat. Und das ist einer gewissen Person, die ihr alle kennt, die mich doppelt gestrikt hat. Wer die Story nicht kennt, guckt mal oben rechts. Dem ist das nämlich auch passiert. So, und jetzt kommen wir zu etwas, liebe Leute. Da fasse ich mich wirklich an den Kopf. Da fasse ich mich an den Kopf. Und da muss ich selber noch echt drüber lachen. Und Somi und ich, wir mussten hart lachen. Die Formel 1 Schrift. Überall musste ich entfernen. In den Thumbnails, in den Instagram-Posts. Und ich habe es vorsichtshalber auch nochmal auf Twitch geändert. Auch hier hatte ich 14 Tage Zeit, das Ganze zu entfernen. Und ich bin gerade dabei und habe heute bestimmt um die 30, 40, 50 Videos alle geändert. Alles Formel 1 Logo frei, alles Formel 1 Schrift frei. Ich muss dazu sagen, als Dormy mir das gesagt hat, ich war wirklich so kurz davor aufzugeben. Ich war ganz, ganz kurz davor, alles hinzuschmeißen, weil man mir so viele Steine in den Weg gelegt hat, was vorher nie ein Problem war. Das Formel 1 Logo, jeder andere x-beliebige YouTuber da draußen, der irgendwas mit Formel 1 zu tun hat, hat es verwendet? Hat er irgendwie Stress bekommen? Nein, hat er nicht. Aber nein, haut's auch auf einen YouTuber draufgehen, der erstmal gerade mal 5000 Abonnenten hat. Und dann kommen alle weitere. Also ganz ehrlich, ich verstehe dieses Internetunternehmen einfach nicht. So, und an dieser Stelle wird euch Stormy jetzt nochmal ein bisschen was weitererzählen. Am besten erzählst du das, was sie in Anführungszeichen verbrochen haben, was in Anführungszeichen illegal war. Nicht nur in Anführungszeichen illegal, sondern es ist illegal. Die haben die IP-Adresse, also man hat uns geschrieben, hey, wir haben die von dem Kanalbesitzer die IP-Adresse und werden ihn auch darüber informieren, was genauere Vorfälle sind. Das haben sie uns vor ein paar Tagen geschrieben. Und wir auf einmal, IP-Adresse einfach so nachzuverfolgen, ist illegal, darfst du nicht. Musst du polizeilich beweisen, respektive das nachlegen können mit der Polizei oder mit einem rechtlichen Beschluss, dass du das darfst, und das hatten die nicht, weil das Unternehmen in England sitzt und die werden bestimmt nicht zur deutschen Polizei gehen, davon gehen wir auch davon aus, dass sie das nicht gemacht haben. Haben wir hingeschrieben, hey, verboten nach deutschem Recht einfach IP-Adressen aufgrund von Tatsachen oder Sachen, die im Internet veröffentlicht wurden, einfach aufgrund des Urheberrechts nachzuverfolgen. Das könnte rechtliche Konsequenzen haben. Schreiben die zurück. Das ein paar Stunden später, was auch schon sehr interessant war. Wir haben sie nicht. Wir haben die IP-Adresse nicht. Haben wir es so ein bisschen verarscht gefühlt, weil sie ausdrücklich vorher gesagt haben, wir haben sie. Also wir haben von dem Kanalbetreiber die IP-Adresse. Und dann haben wir gesagt, hey, wir werden rechtliche Schritte prüfen und je nachdem auch einleiten. Die Leute im Hintergrund, die dort da ihren größten Beistand einzuleiten haben, da möchte ich mich auch nochmal bedanken. Das habe ich denen auch tagelang, also wie gesagt, die ganze Chose ging ja schon im Mai los und wir haben jetzt Juli, ist schon extrem lang. Und da habe ich mich auch nochmal im Netzwerk dafür wirklich bedankt.
Und ja, das ist schon echt heftig. Also, dass es jetzt so Konsequenzen haben wird, ist echt krass. Vor allen Dingen, weil auch, um das Thema nochmal zurückzubekommen, andere Kanäle, die wir auch übrigens gemeldet haben, das waren die davon auch ähnliche Sachen genommen haben. Das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, hey, wir sind da nicht mit zufrieden, wir ändern das zwar, aber wir sind jetzt zu einem Punkt gekommen, wir ändern erst was, wenn andere Kanäle es auch machen. Also zum Beispiel ist ja zum Beispiel Tom 97 betroffen, aber er hat bisher noch nichts geändert. Unser Beschluss war jetzt, wenn er bis zu unserem fälligen Datum quasi nichts ändert, werden wir auch nichts ändern. Du hast es zwar jetzt geändert, aber wir werden da noch richtig Druck machen und ja, wie gesagt, fordern, fordern, fordern und machen da jetzt jeden Tag richtig Druck. Wir haben auch zwischenzeitlich gefordert, DIN A3-seitige Updates. Die konnten sie uns auch nicht liefern. Also wird das nochmal speziell in die Nachverfolgung da nochmal mit eingehen. Das Ganze ist doch eine ziemlich, ziemlich harte Nuss gewesen für Stormy, für sein Netzwerk, für mich. Also, mein Kanal stand wirklich hart auf der Kippe. Und nochmal zum Mitschreiben: Wenn ich ihn nicht gehabt hätte, ihn und seine Unterstützung, wäre mein Kanal jetzt tot. Und ich könnte keine Formel 1 News mehr machen, die ich in Zukunft nur noch einmal die Woche bringen werde. Und zwar in Überlänge. Natürlich keine 20 oder 10 Minuten. Ich versuche sie drunter zu halten. Aber irgendwann im Laufe der Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wird es dann wahrscheinlich dann auch so sein. Die Frage, die man sich wirklich stellen sollte, ist: Warum das Ganze? Warum? Warum? Es war nie ein Problem. Und dann auf einmal kommen sie an und drohen mir mit dies und das und sowas. Also, das ist einfach nur unglaublich. Ja, schreibt mir mal eure Meinung zu dieser ganzen Thematik, die Stormy und ich gerade hier gemacht haben. Gerne mal in die Kommentare und auch in den Chat, wie ihr, was ihr so denkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zu einem weiteren Video, hoffentlich sehr bald, auf meinem Kanal. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis dann.